Zwei Tage vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern liefern sich CDU und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 2. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer extra. Danach bleibt die SPD im Nordosten trotz Verlusten stärkste Partei. Nach außen gibt sich SPD-Ministerpräsident Erwin Sellering optimistisch, weiterhin als Regierungschef die Geschicke des Landes zu lenken. Uns steht da jetzt Rede und Antwort. Ministerpräsident Erwin Sellering treffen wir auf einem Volksfest im Rostocker Hafen. Seine SPD bestimmt seit 18 Jahren die Politik des Landes an der Ostseeküste. Alle Anker sind gelichtet, das Wahlkampfschiff der SPD im Zieleinlauf. Wie ist denn Ihr Kurs? Das ist, glaube ich, die schwerste Wahl, die uns hier bevorsteht jetzt. Das hängt mit der AfD zusammen. Deshalb ist meine Aufgabe als Wahlkämpfer, den Menschen zu sagen, dieses Schiff Mecklenburg-Vorpommern ist auf einem guten Kurs und ich trete dafür an, dass das so bleibt. Dass die AfD hier so im Aufwind ist, dafür machen Sie die Kanzlerin verantwortlich. Warum? Sie hat eine Zeit lang so mit großer Selbstverständlichkeit, mit viel moralischem Rückenwind getan, als müssten wir ganz aufmachen, als gäbe es da gar keine andere Alternative. Und sie hat so getan, als ob alle die berechtigte Bedenken erhoben haben, als ob das Dummköpfe sind oder sie sogar in die rechtsextreme Ecke geschoben. Der harte Kurs der rot-schwarzen Regierung bei Abschiebungen zum Beispiel, der kommt jetzt eher ihrem Konkurrenten von der CDU zugute. Ist das nun mal so in einer Koalitionsregierung? Also der Innenminister macht gute Arbeit, hat viele Jahre eine gute Arbeit gemacht. Grundsätzlich ist es richtig, dass wir abschieben. Dass wir das tun, hat die Folge, dass die Menschen uns ernst nehmen und dass sie wissen, wenn man keinen Schutzanspruch hat, dann kann man nicht mehr jahrelang hierbleiben, sondern muss das Land verlassen. Sie sind Westfale, gelten hier im Land als jemand, der die Lebensleistung der Ostdeutschen anerkennt. Gibt es noch Unterschiede zwischen Ost und West, die Ihnen wichtig sind? Also mir ist wichtig, dass ich merke, im Kreise auch der Politik in Berlin muss man immer noch für Ostdeutschland kämpfen. Ich tue das sehr gerne, macht auch Spaß, wir erreichen hier auch was, aber dieser Teil ist immer noch da. Ihre Anerkennung der gewachsenen Wirtschaftskontakte des Nordostens in Richtung Russland, das kommt hier an in Mecklenburg-Vorpommern. Warum ist Ihnen der Blick nach Osten so wichtig? Russland ist für uns ein ganz wichtiger Wirtschaftspartner. Und ich muss auch sagen, die großen Krisen in der Welt werden wir nicht ohne Russland lösen. Und natürlich ist die Lage in der Ukraine schwierig, aber wir müssen sie durch Kooperationsbereitschaft, durch Gespräche auf Augenhöhe lösen und gemeinschaftlich, nicht bitte durch Säbelrasseln die Situation weiter verschlimmern. Können Sie sich eine Regierung jenseits der Union vorstellen? Ja, natürlich. Wir haben ja 8 Jahre Rot-Rot hier gehabt und jetzt 10 Jahre Rot-Schwarz. Für mich kommt es darauf an, dass wir stärkste Partei werden und dass wir die Möglichkeit haben, sozialdemokratische Inhalte umzusetzen. Deshalb unterstützen wir sehr stark die Kitas. Jedes Kind muss gute Chancen von Anfang an haben. Das ist ja einer unserer wichtigsten Glaubenssätze. Die Zukunft von Menschen darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Ich bin sicher, dass wir die Nase vorn haben werden und dass die Menschen uns sozusagen das Steuer weiter anvertrauen.